Wie geht man bei der Produktionsfortschrittskontrolle vor? Fragezeichen. Nun, schauen wir uns erstmal dieses Wort Ungetüm an. Produktionsfortschrittskontrolle will ja wohl kontrollieren, welchen Fortschritt die Produktion macht oder schon gemacht hat. Und dafür haben wir einmal die Produktionsplanung, sozusagen das Soll. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Betriebsdaten. Ja, was hat die Maschine schon produziert? Welche Kapazitäten wurden schon gefahren und so weiter? Also das Betriebswirtschaftliche ist. Und was passiert? Es passiert ein Vergleich. Also, wie geht man bei der Produktionsfortschrittskontrolle vor? Man vergleicht den Produktionsplan, also die Sollgrößen, mit den aktuellen, kann man noch ergänzen, Betriebsdaten, also den Istgrößen. Und dann bei Abweichungen, dann muss man, erfolgt eine Reaktion. Ja, wie auch immer. Entweder man muss hier das Fließband schneller drehen oder was immer, ja, oder noch einen Arbeiter dazustellen, damit man, man muss gucken, wo der Engpass ist. Ja, wenn die aktuellen Betriebsdaten zeigen, dass man hinterm Produktionsplan zurück ist, dann muss man gucken, woran liegt das, und dementsprechend die Reaktion, nennen wir die Reaktion Engpass bezogen. Ja, engpassbezogen reagieren. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.